Ey, mach mal die Kotze weg. Die Kotze läuft doch schön bis da raus. Gut, wir versuchen mal die Epidemie einzudämmen. Und in dieser Zeit sage ich natürlich Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tame Hospital. Jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir die Infektion ja eindämmen, aufhalten. Und wenn sehe ich ehrlich gesagt nicht eine Person, die das hat. Mal sehen. Du bist das? Oh, du? Du? Noch jemand? Nein. Ja, hier sind einfach viele, Gott, ein großer Schwung. Einer schläft im Bett. Die hatten wir schon da drüben. Hier ist gerade eine dabei zu kotzen. Reiert sich einen ab. Ich glaube, das war's. Falls ihr euch, wie das aussieht. Ich kotze auf meine eigenen Schuhe. Macht sie sich. Er macht gerade die Kotze weg und hier kommt die neue Kotze raus. Und was für ein Schwung. So ein Haufen Kotze. Das sehen wir uns jetzt mal an. Oh, zack. Und der nächste. Der hat das gesehen. Ekelhaft ist das. Ja, schön, auch zu wirbeln, so deswegen ist das trotzdem ekelhaft. Geht die nächste Kotze. Du kannst überall rumlaufen, mein lieber Hausmeister. Achso, wir wollten ja mal sehen, warum ich hier das Ding hingebaut habe eigentlich. Ja, gut, noch ein Kardio komme ich eigentlich nicht bauen. Passt den Scanner hin? Ja. Naja, baue ich halt nochmal einen Scanner. Werde ich mich zwar natürlich hassen, weil ich das Bau wieder etwas kaputt gehen kann, wenn es ein Erdbeben kommt. Aber gut. Ich muss zusätzlich noch. Gut, das ist noch einer. Dass ich noch einen Hausmeister ausbilde, einstelle. Dass wir darum kümmern, dass immer repariert wird. Das Feld hier. Ich möchte mal aufs Klo. Ich glaube, wenn sehe ich niemanden weiter, der noch so eine Infektion hat, die ich da noch nicht geimpft habe. Nein. Ja, so habe ich wenn halt noch so ein Röntgengerät ist oder Diagnosegerät, habe ich halt Hoffnung. Es verteilt sich dann, sag ich mal, mehr. Zwar mehr zu reparieren, aber dann verschleißt. Weil klar, das abgesplittet wird, die Patienten, dass vielleicht das Teil nicht so schnell verschleißt wird. Das heißt zumindest, das ist, was ich hoffe. Dass es dann dafür halt nicht so schnell Verschleiß hat. Ach, Mensch, das ist ein komischer Fehler. Gut, dann muss ich erstmal ganz ausmachen. Weil das Spiel jetzt komplett abgestürzt ist. Na gut, da können wir froh sein, dass wir noch nicht viel geschafft haben. Eigentlich gar nichts geschafft haben. Ich wollte doch abgespeichert, weil der Scanner steht. Na gut, wenn das so ist. Ach, ich sehe vielleicht nochmal
noch ein Hausmeister, der überall rumlaufen kann. Hin. Geh mal weg, Hausmeister. Ein Arm bitte in den Blutmaschinenraum. Ein Arm in die Allgemeinmedizin. So. Noch ein Personalraum. Und daneben. Ein Arm in die Röntgenstation, bitte. Fernseher, zack, zack. Noch ein Videospiel. Passt schon. Mülleimer, Mülleimer, Heizkörper, Heizkörper, Feuerlöscher. So, das ist aber wenigstens nicht so leer jetzt. Steht noch ein bisschen was hier. Wenn dann durch ein Erdbeben kommt, da sehe ich natürlich alt aus. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich genug Hausmeister habe, die dann das Ganze reparieren können. Und das halt schnell. Schutterkotze, macht das mal keiner weg hier. Ein Arm bitte zur Wirbelsäule. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Oh, das Ministerium besucht uns. Oh, oh, oh. Hurra! Ein bisschen schneller dreht die Zeit. Und als Erdbeben ist da, das speichern wir gleich ab. Mal ist es nichts kaputt gegangen. Sieben Tauschbatterie. Kommt her. Da 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 da. Diese Invasion an hier unten. Na Gott, war noch zwei Bänke hin. Mal sehen, wie viele Folgen es noch wert, ehe dann dieses Level abgeschlossen ist. Dann ist eigentlich theoretisch das Spiel abgeschlossen. Könnte ja klar durch Corsex eigene Welten erschaffen, eigene Karten. Ich glaube auch mit eigenen Zielbedingungen und so, vielleicht sogar ohne Erdbeben. Aber ich das jetzt ehrlich gesagt als Let's Play mache, wahrscheinlich nicht. Das ist dann ehrlich gesagt immer dasselbe da. Also das ist da ein Unsinn. Also klar, durch Corsex kann man halt natürlich noch eigene Karten erstellen. Da habe ich mich nur mal kurz damit beschäftigt. Ich glaube, da kann man wie gesagt auch eigene Siegbedingungen einstellen. Und vielleicht sogar wirklich einstellen, ob Erdbeben kommen oder irgendwelche Katastrophen oder solche Sachen. Vielleicht. Das war ja jetzt im
Originalspiel, sag ich mal, ohne diese Erweiterung eigentlich gar nicht da. Jetzt ist das alleine deswegen schon nicht schlecht, dieses Core 6TH. Ja, ich wollte noch mal Bänke bauen. Ich will nicht, dass die armen Leute hier stehen müssen. Gut, da geht jemand wütend nach Hause. Und jemand ist gestorben. Nein! Oh, der Bürgermeister ist angekommen. Ich würde immer sagen, ein Arzt dahin, da werde ich noch mir noch einen holen. Arrogant und großkotzig arbeitet Möbel auf. Na gut, arrogant und großkotzig ist nicht ideal, aber da kann ja trotzdem irgendwo fähig sein, sag ich mal. Dumm und verantwortungslos oder unachtsam und zieht Unfälle an. Nee, also sowas muss wirklich nicht sein. Die können bleiben oder Pfeffer wechseln. Genauso die ziemlichen Mist mit Arbeit machen und sowas. Nein. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt, bitte. Ein Arzt in die Psychiatrie. Das muss doch nicht sein. Ba 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 ba. Entlüfter reparieren. Blutmaschine reparieren. Und den Ultraschall. Scanner ist noch ganz. Der Röntgenapparat unter Operationstisch müssen repariert werden, sonst fliegt alles hier um die Ohren. Dann ist dann der Raum kaputt und nie wieder nutzbar, weil es halt so ist, weil es das so ist. Was bei mir noch hin? Ich hab keinen Plan. Wohl, eine kleine Pharmatheke könnte man hinbauen. Gut, vielleicht nicht hier hin, da passt es nicht hin. Boah, hier. Eine Pharmatheke, warum nicht? Achso, ne, kann das Ding nicht kaputt gehen, das ist sowieso schon ganz okay. Getränkautomat, Mülleimer, Heizkörper, Feuerlöscher. Mache ich das nicht mit Epidemie-Warnung, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Einer RRs ist befördert worden. Ein Arzt geworden. Naja, wirklich operiert wird ganz schön oft hier, wenn man sich das hier so ansieht. Ja, wenn man das Geld sieht, das ist schön ziemlich gut hier. Oh, die Forschung ist auch komplett. Oh, also. Eigentlich könnte ich ja die Forschung jetzt auflösen, aber. Den Außerirdischen. Denn vom Prinzip könnte man natürlich auch sagen, gut, wir lassen es sein. Wir forschen jetzt nicht, wir machen auch die Forschungseinrichtung weg. Aber warum nicht? Kann man doch so lassen. Wir können natürlich gerade das Forschungs Ding lassen und sagen einfach, wir schicken die Leute andere Räume rein. Ich spielt mir einfach ein, die forschen weiter und fertig. Das fehlt theoretisch wirklich nur noch 57.000.
Dadurch, dass die 8.000-2.000 Dollar oder D-Mark, na gut, D-Fall Dollar uns einbringen immer pro Heilung, ist das schon nicht schlecht. Dann noch der Bonus da oben drauf kommt. Da ist euch die Frage, wenn wir jetzt das alles haben, muss ich denn wirklich noch alle Gebiete kaufen? Ich meine, wenn ja, dann muss ich es halt noch machen. Aber wenn ich die LFB bauen soll noch, da baue ich halt überall noch ein Scheißhaus hin und einen Personalraum. Ich meine natürlich sanitäre Örtlichkeiten. Wir möchten ja nicht so primitiv reden. Die sanitäre Einrichtung. Ja, ich höre immer da Freunde, Leute, die geheilt werden und ein blödes Erdbeben, was mir schon auf den Sack geht. Ich glaube, im Originalspiel konnte man, glaube ich, in Tin Hospital ohne diese Erweiterung auch keine Pause machen eigentlich. Also eine schon deswegen notwendig, wenn man hier dieses Erdbeben hat, finde ich. Weil es einfach dann zu viel Klickerei ist. Deswegen schon mal die Pause, muss ich schon mal wenigstens losschicken. Muss ich schon mal ja, loslaufen. Scheint nichts kaputt zu sein. Oh, hier haben bald 1000 Menschen geheilt. Statistiken? Ah, fehlt trotzdem noch einer. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Seht euch das an. Hallo Hochi, wir gratulieren zu Ihrer Krankenhausleitung. Mit solch einer grandiosen Leistung qualifizieren Sie sich für die absolute Freiheit. Sie erhalten eine Rente von 15.843 und eine Limousine. Als Gegenleistung möchten wir Sie bitten, von Stadt zu reisen, um sich der Öffentlichkeit zu zeigen und Werbung für Krankenhäuser zu machen. Wir sind stolz auf Sie. Wir danken Ihnen für Ihre lebensrettende Arbeit. Wenn man das als Rente kriegen würde, monatlich. Oh. Noch ein wenig im aktuellen Level weiterspielen. Oh. Können wir machen, aber ich meine ja, ich glaube, ich schieße es lieber ab. Und ich bin nicht ehrlich, ich muss dann sehen, was ich denn als nächstes Spiel machen werde. Ich habe so vieles auf dem Schirm, wo ich mir denke, oh, das würde passen. Das wären teilweise Adventure, manche ein bisschen Rollenspiel oder Ego-Shooter. Aber am liebsten wäre mir ehrlich gesagt etwas, was relativ schnell abgeschlossen ist. Wo die Spielzeit jetzt nicht, und die Spieldauer nicht ganz so lang ist. Wo ich dann sagen kann, komm, ich bin eigentlich schnell damit fertig. Muss ich mal sehen. Oder, weiß nicht, muss ich mal gucken. Gucken wir, was ein Endvideo kommt. Ja, und jetzt? Kommt da jetzt noch was? Als nur ein schwarzer Bildschirm? Und kein Ton? Bin ich jetzt hier allein unterhalten oder was? Hallo? Das war's schon mal wirklich. Ja, also das war's scheinbar. Was ist das hier eigentlich? Wahrscheinlich nur
naja, die von den Leuten erstellt wurde. Ich kann mal kurz Map-Editor zeigen, den ich gemeint habe. Als klassiert bekommen wir halt irgendwelchen Kram draufbauen, hier ein paar Bäume hinknallen, sowas. So. Ja, ihr seht's ja. Kann man halt auch verschiedene Sachen machen, das muss ich sagen, komm, ich baue mir jetzt eine eigene kleine Sache. Hier nach innen, zack, zack, das kann man auch schon bauen. Outside, hier, kleinen Weg. Hier Straßen. Ja, kurze Straße. Ah, na gut. Ihr seht ja, was ich meine, was ich ja hinaus will jetzt. Kann man halt wirklich sagen, komm, bauen uns irgendwie sind natürlich noch was zusammen, sag ich mal. Das ist ja die eine schlechte, sag ich mal. Gut, ob ich was löschen kann, weiß ich jetzt nicht. Irgendwo wird schon was gehen, dass man was da rückgängig machen kann. Hier noch ein paar Lämpchen hin. Ja, da kann man auch wirklich schon einiges machen hier noch. Helipad, ja. Straße, Pond. Ein paar Hecken, zack. Hier steht's, Deleted Walls. Das sind die Parzellen wahrscheinlich, würde dann sagen, das hier. Parzelle 1. Was du dann kaufen kannst. Was andere. Gut, ich frage mich nur, wie es denn ist, wenn man sagt, ich baue jetzt hier. Was darf ich da was drauf bauen? Na gut, theoretisch nicht, wäre ja Unsinn, aber theoretisch jetzt. Ach, guck mal, man kann sogar mehrere Heliports bauen. Oder? Nee. Ja, man kann schon wirklich mehrere von den Dinger bauen. Ist wirklich so gut. Oder auch nicht, was irgendwie nicht geht. Wahrscheinlich dann einfach hier drüber pinseln hier. Na, wir haben, man sieht ja. Ich weiß nicht, gucken wir mal sonst machen. Ein Spieler. Das. Gut, irgendwie muss man ja was machen, dass man sagen kann hier. Da baut jetzt noch mehrere Sachen hin. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt macht, dass man sagt, komm. Du kannst Missionsziele einbauen. Das sehe ich jetzt nichts, ehrlich gesagt. Kamera, Parzelle. Alles nicht. Helipad, Straße, alles. Das ist eigentlich nur zum Platzieren. Irgendwo kann man sicherlich das machen. Naja. Also, wenn euch diese Folge und auch diese Let's Play-Reihe zu Team Hospital gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch Bock habt, das Spiel mal selber zu spielen, könnt ihr es natürlich gerne kaufen. Wenn ihr bei GOG zum Beispiel, da ist es nicht allzu teuer. Sicherlich, weiß nicht, die CD-Version wird es sicherlich auch noch immer geben. Da gibt es ja manchmal diese Queen Pepper-Version, wo es mal als Neuauflage war, wo es auch für 5 Euro oder so gegeben hat. Oder bei Corsex, bei GOG, wo es auch nicht allzu teuer war. Weil ich mich daran erinnern konnte, es gab eine Aktion, da konnte man das Spiel ja offiziell legal und alles auch sogar auch umsonst bekommen, wo ich es mir auch nochmal geholt habe, sozusagen. Und ansonsten natürlich am besten mit Corsex. Hat zwar seine Fehler, wie man gesehen hat, wo es teilweise was rumgesponnen hat, aber die Einstellungen sind halt auch nicht schlecht. Halt der Map-Editor, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie das Ganze dann funktioniert, aber kann man ja herausfinden. Und ansonsten sehe ich mal, was ich als nächstes Let's Play machen möchte, was ich dann spielen möchte. Lasst euch überraschen.
Zumindest wird es nicht Two-Point Hospital sein. Vorerst nicht, ich habe mir von Krankenhäusern genug. Und ja, also, könnt ihr liken und teilen und das ganze Prozedere. Und beim nächsten Spiel, bei der nächsten Folge von was auch immer, werden wir uns dann wiedersehen. Also, macht's gut.